Moin zusammen und willkommen zurück hier wieder auf der NF Marsch. So, ich begleite hier gerade unseren Düngerstreuer, aber den können wir mal hier machen. Der ist auf dem Weg zu seiner neuen Mission hier auf Feld 57. Das heißt, dem müssen wir gleich einen Kurs generieren. Feld 57. Das passt alles so. Willkommen. Nach hin. Schön. Dann haben wir hier Dünger streuen, Feld 57 mit 36 Metern. Danke. Und los geht's. Gut, die Richtung stimmt. Hier wird Ackergras gedroschen, beziehungsweise Vermehrungsgras. Ja, der bleibt erstmal hier stehen. Da waren wir auch. Hexe läuft. Wie schaut's denn? Ja, das Kalken sieht gut aus. Dann müssen wir gleich auf die 14 rüber zum Kalken. Sonst war kalktechnisch erstmal nichts. Wir müssen die 19 müssen auch gedüngt werden. Viel zu tun auf jeden Fall. So, Kollege, du solltest eigentlich da näher hinfahren. Oder will der Häcksler das nicht? Ja, der Häcksler fährt. Fährt wieder zurück. Muss entladen werden. Dann fahr mal dahin, Kollege. Gut. Läuft. Ja, brauchen wir uns eigentlich auch nicht weiter drum kümmern. Hier müssen wir dann mit dem Heuwender irgendwann mal ausdrücken. So, jetzt will ich mal was gucken. Wir hatten uns ja überlegt, die Geschichte BGA, die zweite, die kostet 1 Million. Bah. Was bekommen wir für Rübenschnitzel? Wir könnten, na gut, ne, Mist brauchen wir ja andersweitig. Rübenschnitzel, guck mal, 360 Euro für 1000 Liter. Wir haben im Lager 100.000. Oben bei der Zuckerproduktion haben wir irgendwie 3. Also das ist 400.000 sein. Hier, das sind ja schon irgendwie über 100.000. Tja, ist die Frage, ob man die Investition machen möchte. Ja, irgendwann denke ich mal, wird das kommen. Wir haben zum Glück einen großen Platzspeicher, sag ich mal, bei der Zuckerfabrik. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt schnell handeln. Doch, dann. Ich will ich jetzt mal mit Mist befüllen unten beim Kuhstall. Aber ich glaube, es wird langsam aber sicher Zeit für Förderbänder an den Misthaufen. Ja, das machen wir auch. Das heißt, wir lassen den mal zum Kuhstall Mist fahren. Und wir besorgen uns jetzt ein Förderband. Ah, ich hab das Autoload-Förderband gar nicht mit drauf. Shit. Gut, dann gibt es kein Förderband. Oder zumindest ist noch nicht. Dann müssen wir schaufeln. Äh.
Dann müssen wir schippen. Der Mist kommt eben jetzt erstmal vorrangig runter in die zu den Gewächshäusern. Das ist erstmal wichtiger, weil für die Düngerproduktion können wir eben auch Kompost nehmen. Das ist ja kein Problem. Mal was testen. Das wird jetzt interessant. Kleine Spielerei am Rande. Wir testen mal Schaufeln mit First Play. Das heißt, wir lassen den jetzt einmal direkt auf den Mistpunkt fahren, damit wir wissen, wo wir abladen müssen. So, dann fangen wir hier an. Das wird zwar jetzt auch wieder schwierig werden, wegen ja, wegen Dingens, aber gucken wir mal. So. Hier beginnen wir mit Schaufeln. Sogar. Hier parken wir und fahren rückwärts. Dann fahren wir hier hin. Sagen, jetzt fahren wir vorwärts. Fahren daran, machen wieder einen Punkt, sagen wieder, wir fahren rückwärts. Das wird niemals klappen, aber vielleicht ja doch. So, und stopp. So, jetzt müssen wir hier einmal die Klappe aufmachen. Wir müssen die Schaufelposition noch bestimmen. So, beladen wäre das hier. Transport, Form abladen, ganz nach oben. Und abladen, so. Arbeitsbreite 11,8, das hört sich ein bisschen viel an, aber wir lassen das mal so. So, und irgendwie... Eben stand da gerade, dass der Drescher im Verkehr steckt. Jetzt wieder. Guck mal. Das. Sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Kollege, das war schon mal ein Satz mit X, würde ich sagen. Hör auf zu schippeln. Hätte ja funktionieren können. Dann machen wir erstmal hier den Haufen kurz weg. Und dann probieren wir das Ganze nochmal, wenn wir sagen, starte am ersten Wegpunkt. Vielleicht geht es ja dann. Wie gesagt, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Test gewesen. So, beginne am ersten Wegpunkt. So, ich muss mal kurz gucken, was der Drescher macht. So.
war du einmal hier weg. Das bringt doch so nichts. Oh, achso, können wir ja hier hin. So. Ich meine, immerhin das Aufladen hat ja schon relativ gut geklappt, muss ich sagen. Ja, wir beobachten das nochmal. Lass uns mal einsteigen. Ich weiß nicht, warum er hier schon hoch fährt. Das passt nämlich nicht. Gut. Ja, dann lassen wir es. Wie gesagt, ich denke mal, spätestens ab der nächsten Folge haben wir dann eh den das Förderband. Das muss ich nur noch mit reinnehmen. Das habe ich vergessen als Mod. Das heißt Förderband und was war das noch? Flug, genau. Flug brauchen wir. Ob wir jetzt Kompost für die Düngeproduktion nehmen oder Mist, ist dann halt einfacher, dann nehmen wir Kompost, weil wie gesagt, wenn der Mist wichtiger bei anderen Sachen ist, wo wir eben nur Mist reinbekommen, dann ist das ja klar, dass wir da das so machen. Und die Mistproduktion läuft ja. Der 7250, ach, das ist der Kalkstreuer. Okay, der ist auch schon fertig. Das heißt, wir brauchen definitiv für die nächste Folge den anderen Flug. Überlegen wir, ob wir dann einfach auch den Tiefenlockerer austauschen dagegen oder ob wir die lassen oder ob wir die kleinen weghauen oder ob wir die auch lassen. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir noch Gedanken machen. Wir müssen einfach gucken, wie effektiv das dann läuft. Weil ich habe da nämlich einen, gut, das ist vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen unrealistisch, einen 12 Meter Grubber, der zum Flug umgebaut ist. Aber ich sag mal, bei den Feldgrößen hier, denke ich mal, macht das einfach Sinn. Mal guck, wir haben ja hier den LKW auf etwas mehr Volumen getrimmt. Wir sind mit den Drescher-Schneidwerk, die sind von der Geschwindigkeit her gepimpt, also können wir das, denke ich mal, auch machen. So. Wir müssen auf jeden Fall auch mal bei der Rinderzucht vorbeischauen, wie es da eigentlich aussieht. Ob wir da irgendwie Nachschub brauchen für irgendwelche Sachen. Beziehungsweise ob wir da schon wieder Kühe rausholen können. Ja, kriegen wir heute, glaube ich, noch hin. Sobald wir den Kollegen hier voll haben, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, so viel passt da gar nicht mehr rein.
Der Haufen wird auch so langsam, aber sicher ein bisschen kleiner. Das ist auch sehr gut. So. Eine Schaufel vielleicht noch, dann dürften wir durch sein hier mit der Geschichte. Aber ich schätze mal, dass vorher der LKW voll ist, oder? Ja. Gut, dann fährst du mir jetzt einfach zur Rinderzucht-Einfahrt und wir schauen mal hier bei der Rinderzucht vorbei. Rinderzucht, sie läuft auf jeden Fall noch. Ja, Rinder ist wenig. Wir haben hier 44.000, also 44 Kühe. Gras. Geht, Stroh, Wasser, ja, Silage müsste man mal ein bisschen nachfüllen, das ist aber auch kein Problem, haben wir alles. Gülle, Mist, ja, passt. So, dann lass uns noch mal hier, wenn wir schon hier sind, 1,9 Millionen Liter Hexen sind. Wahnsinn. So, du bist fertig. Wir hatten gesagt, die 14 muss noch gekalkt werden. Kalken haben wir auch keinen Kurs. Was soll denn das? So, dann fährst du mal darüber. Und wir sehen uns dann später. Und das ist der mit dem Mist. Das ist der Häckselgut. Ah, der macht ja die Mission hier. Hat auch schon 37%. Was sonst? Irgendwas Interessantes. Ja, Feld 65 ernten. Gerste. Bin ich ja schon wieder. Nein. Auch wenn wir eigentlich keinen Drescher zur Verfügung haben, wir nehmen die Mission mal an. Das heißt, lass es doch jetzt einfach mal gucken. Drescher. Wenn wir wieder den gleichen nehmen würden. Können wir sogar Nummer 2 dran machen, wenn wir GPS mit drauf machen würden. Ja, 430.000 plus das Mähwerk, Schneidwerk, das da, ja, 34, 500, noch was 1000. Ist halt schon ein dicker Klopper, aber pah, weiß es nicht. Ich bin wirklich nicht sicher, ob wir das machen sollen. So, der macht sein Ding. Ja, guck mal, hier sind wir auch so gut wie durch. Ah, der LKW ist unten angekommen. Komm, das Mist abladen, das machen wir jetzt noch. Wir sind eigentlich, werden wir schon wieder fertig, aber egal. Das muss jetzt noch sein. Hier sollten ja auch irgendwann noch weitere Gewächshäuser entstehen. Das kommt ja auch alles noch. Bleib stehen.
keine Ahnung, wie viel wir hier brauchen an Mist. So viel. Dann wird das da drüben ähnlich sein und beim Kürbisfeld drüben auch. Dann könnten wir gerade so leer werden, mit bisschen Glück. So, aber ihr Lieben, wir machen Feierabend. Morgen geht's dann hier weiter. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.